Yo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Es handelt sich dabei um Mario und Luigi Superstar Saga. Ja, ein super cooles Spiel, was 2003 erschien, auf dem Game Boy Color, wie ihr schon gesehen habt. Es ist ein verdammt geiles Spiel und es ist das erste Spiel der Mario und Luigi Reihe, welche wie gesagt auch 2003 startete mit Mario und Luigi Superstar Saga. Und ja, es gibt noch viel dazu zu sagen, es ist mega geil, also ich sage, legen wir los mit dem Game. Ich habe schon eine Datei, wie ihr hier seht, auf Level 2. Auf Datei 2 meine ich. Werde ich aber jetzt natürlich neu beginnen für euch, das Let's Play, weil es bringt ja nichts, wenn man von all startet. Also, springen wir mal in die Story hinein. Ein Botschafter der Freundschaft aus Bohnenland trifft ein. Oh, cool, die haben ein Geschenk dabei. Ehre dem Pilzkönigreich und Freundschaft unseren Ländern. Königin Marmella sendet euch dies. Okay, was haben sie uns geschenkt? Schauen wir mal nach. Was ist das? What the fuck? Was hat die gemacht? Wer ist das? Oh mein Gott. Sie macht Blitze hier und alles wird crazy. Was ist jetzt mit Peach? Er saugt den Rauch wieder weg. Ah, sie ist in Ohnmacht gefallen. Boah, diese Lache von diesem Viech, ne? Richtig, das fiese Viech. Okay, wo fliegen die hin? In irgendeinen Wolkengegend, wo ein Bild von der ist. Aber schauen wir erstmal hier. Hier hängt Luigi seine Sachen auf. Das ist tot. Notfall. Hey, was ist los? Hörst du denn kein Radio, junger Mensch? Nee. Übrigens versuche ich jetzt in diesem Spiel das erste Mal so die Stimme nachzusprechen. Mario. Was wahrscheinlich noch nicht gut gelingt, weil ich da noch nicht geübt bin. Auf jeden Fall, was hier cool ist, man kann nämlich hier am Anfang sich in Mario und Luigis Haus umschauen, was die so alles hier haben. Und das machen wir natürlich. Zum Beispiel hier hängt Marios Mütze, das heißt, er benutzt sie gerade nicht, aber warum? Dann hier ist ein schönes Peach-Bild, sieht sehr cool aus. Dann hier rotes Bett und grünes Bett. Rotes ist natürlich von Mario und grünes von Luigi. Cooles Nachtkästchen mit so einem Toad, also so einem Pilz darauf. Sieht schon cool aus, da oben ist eine Röhre und da scheint das Badezimmer zu sein, da drüben, weil da so Rauch rauskommt. Vielleicht duscht ja Mario gerade. Luigi ist ja draußen. Hier ist denen ihre Werkzeugsachen, weil sie sind ja Klempner vom Beruf her. Cooler Sternboden. Hier so ein grüner Teppich. Luigi ist ja eh so der Koch, wenn man die Serie verfolgt hat, ist Luigi sowieso auch. Und auch so andere Sachen. Luigi ist eigentlich immer so der Haushaltstypi. Hat man auch draußen gesehen, weil er die Wäsche aufgehangen hat. Aber was macht denn Mario da? Sollen wir da jetzt wirklich reingehen? Also ich weiß ja nicht, ob es so eine gute Idee ist. Nanu, da sind doch jemand. Ja, Toad. Hättest besser nicht ihn angeschaut, ne? Mario denkt sich so, what the fuck? Junge, warum schaust du mich hier voran? Prinzessin Peach? Ja, und er kapiert schon, der checkt gleich, ja, bestimmt wieder Bowser und so eine Scheiße. Und hüpft einfach in die Klamotten, obwohl sie noch nicht mal vielleicht trocken sind. Und Judy zerrt da mit in diesen ganzen Klemme-Wasch, so Seilen da. Und es scheint auch Bowser was zu machen. Mario gleich denkt sich so, ah komm. Bremst aber rechtzeitig ab und dann fällt natürlich Luigi gegen ihn. Der verkriecht sich schnell hinter Mario. Ah, nicht zu fassen, als hätten wir nicht schon genug Probleme. So eine Frechheit, mich einfach hinterrücks anzugreifen. Und da ist auch schon unser erster Kampf gegen Bowser. Und die Musik könnt ihr nichts dagegen sagen, die ist episch. So, unser erster Kampf, Mario und Luigi tut auf einem RPG basieren. Was heißt, es ist rundenbasierend, man greift so an, je nachdem wer schneller ist. Und jetzt müssen wir ausweichen, was uns schon mal nicht gelungen ist. Mario! Der erste Kampf seit langer Zeit, oder? Soll ich dir vielleicht die Aktionskommandos erklären? Nee, ich kenne das Spiel ja schon. Ach so, ja, typisch Mario. Entschuldigung bitte die Störung. So, und jetzt hoffentlich weichen wir dann auch der Attacke aus von ihm. Übrigens muss man, um mehr Schaden zu machen... Er hat mir ausgewichen. Um mehr Schaden zu machen, muss man genau während man springt dann die Taste von Mario drücken, also A in dem Fall. Bei Luigi wäre es dann B, aber der ist gerade nicht dabei. Mario! Was jetzt schon wieder? Das hatte ich ganz vergessen. Du kannst Bowsers Angriff ausweichen. Ja, das habe ich doch gerade schon gemacht. Wissen wir schon, wie es geht. Einfach drüber springen über die Flamme. Ach so, ist ja klar. Entschuldige. Und dann rastet er wieder aus, das ist lustig. Na, die dance nochmal so geil ab, wenn sie am Zug sind. Seht ihr Mario, wie er so mit die Hände shakt. Und Luigi rastet unten aus wie so ein Zuschauer, richtig. Ich begeistert. Und Bowser ist dann down sozusagen.
Schluss jetzt, Lara ist viel zu ernst für so einen Unfug. Stimmt, etwas Schreckliches hat sich ereignet. Ein vermeintlicher Freundschaftsbotschafter aus dem benachbarten Bohnenland war hier im Pilzpalast. Dieser Schuft hat die Stimme von Prinzessin Peach gestohlen. Oh. What the fuck? Sie spricht Bomben und Totenköpfe. Und jetzt hat die Prinzessin diese bombige Stimme. Lol, da sollten wir wohl besser nicht zu nahe kommen. Sonst werden wir zerstört von ihren Bomben. Mit der Stimme plappert mir Peach meinen Ballast kurz und klein. Falls sie, nun ja, zum Besuch ist, gerne, als ob ich sie entführen würde, was labert ihr doch? Mario, du musst etwas tun. Ja. Mario, bitte, du musst der Prinzessin ihre schöne Stimme zurückbringen. Der Täter ist bekanntermaßen mondländischer Herkunft. Du solltest die Sache mal direkt im Bodenland untersuchen. Wir finden den Täter, knöpfen ihm die Stimme ab und bringen sie zurück. Ich weiß zwar nicht, wie man eine Stimme klauen soll, aber egal. Mit meinem fixen Cooper-Jet sind wir flux im Bodenland. Mario, komm, wir müssen los. Und ja, wir verbinden uns gerade tatsächlich mit Bowser. Wer hätte es gedacht? Und sie macht ihr eigenes Schloss kaputt. Sehr interessant. Ein neues Abenteuer beginnt, aber du scheinst mir ein wenig aus der Übung zu sein. Sieh dich doch erstmal um und vertritt dir die Beine. Sprich auch mit den Toads, die haben sich einige Tipps. Übrigens, meine Toads-Stimme ist nicht so gut, ich weiß, Leute. Da gibt's eindeutig bessere Stimmen. Aber ich bin ja auch noch nicht lange so in dem Nachredegeschäft, sozusagen. So, hier ist ein Pilz. Es gibt nämlich auch auf der Overworld, weil man kann auch auf der Overworld rumrennen, gibt's so Sachen zu entdecken. Man sollte am besten alles abforschen. Wo? Was war da? Du hast ein Dings gefunden, okay. Was hat der denn zu sagen? Hallo Mario. Wie dein Bart wieder glänzt. Ach bitte, zeigst du mir, wie du springst? Ja, klar. Was für ein Sprung. Keiner auf der Welt springt so wie du, Mario. Ja, ja, Mario ist krass, Alter. Jumpman hieß er ja früher. Ja, da ist es. Du hast mein Dings gefunden. Danke. Das gebe ich dir zum Dank. Ein One-Up-Pilz. One-Up-Pilze sind in dem Spiel sehr wichtig, nicht so wie in den anderen Mario Jump-Runs, da sind sie jetzt nicht ganz so wichtig. Ah, sprich ihn doch an. Lol. Diesmal geht's also nach Bodenland. Viel Erfolg. Soll ich dir da Aktionssymbol erklären? Nee, danke, was du. Ach so, na dann, viel Erfolg. Ja, kein Ding, mach mal. So, hier ist ein Pilz. Oh, du bist mir tot. Ah, das ist mein Pilz. Danke, vielen, vielen Dank. Ja, wir geben ihn ruhig her. Aber wir können auch sagen so, nee, Digga. Aber wir sind natürlich sozial. Ah, danke. Übrigens, du gehst doch nach Bodenland, oder? Dann nimm das hier als Abschiedsgeschenk. Und wir kriegen einen super Pilz, weil hier gibt es nicht nur die normalen Pilze. Na dann, hohe Sprungkraft für dein Abenteuer im Bodenland. Weil hier gibt es nicht nur die normalen Pilze, hier gibt es auch super Pilze in dem Spiel. Und da wird es halt, die heilen einen mehr wie normale Pilze. Hier ist ein normaler Pilz, der heilt einen zwar auch, aber nicht ganz so viel, weil... Ah, wir können noch nicht ins Menü schauen. Schade. Hier ist nichts mehr, ne. Da rennt einer rum, aber ich schaue noch, ob es sonst noch was abgeht. Hier ist Luigi. Ah, die Stimme von denen sind so lustig. Okay, er sagt irgendwas über Bowser. Die Stimme von denen sind geil. Die kann ich natürlich nicht nachsprechen, weil sie ja nur so machen. Die reden nicht in dem Spiel. Aus mit dem. Oh je, yeah, ich habe glaube meine Einheit verloren. Weißt du vielleicht, wo ich König Bowser finde? Jo, weiß ich. Wo ist er denn hin? Also oben ist ja Bowser. Und wenn man aber ihn falsch lockt, ist das lustig, weil es hat später Auswirkungen. Und wir sagen zum Beispiel mal, er ist unten. Ah, danke, ich muss nämlich ganz schnell zum Treffpunkt. Und jetzt rennt er halt weg vor Bowser sozusagen, statt zu ihm hin, obwohl er zu ihm hin wollte. Aber wir haben ihn halt verarscht. Ach, zu Bowsers Truppen fies zu sein, ist immer schön. Luigi feuert ihn hier schon voll an. Er sagt mir uns damit sozusagen, dass Bowser da hinten wartet. Und dass er schon geht, also dass wir uns so schlecht beeilen sollten. Also gehen wir mal hoch. Ich war erst vor kurzem auf Reisen im Bodenland. Die Lachberge und der Grinsewald, das Kirchermeer. Kirchermeer. Das Gröltal, ein wahres Paradies für Touristen. Oh, er spoilert hier schon voll viele Orte. Hier sind übrigens Speicherblocks. Diese Dinger, also der Speicherbücher, aber ich nenne sie Blocks. An den Dingern kann man speichern. Und dann schreibt er so cool Mario in sein Tagebuch sozusagen rein. So Pilzpalast, Vorplatz, in dem Fall jetzt. Und Mario Level 1. Bowsers Cooper Jet steht auf dem Flugfeld. Zeit für den Aufbruch. Ich glaube, sie warten nur noch auf dich. Ja, dann sollten wir mal loslegen, ne? Bye-bye. Und Luigi sagt schon Bye-bye. Aber wir wollen doch, dass er mitkommt. Luigi ist cool. Bye-bye. Nein, du kommst schon mit. Komm, Luigi, du bist cool. Mario! Wer ist das?
Oh, das ist Toad's Wharf. Das ist so ein alter weißer Toad, der immer auf Peach aufpasst. Puh, gerade noch rechtzeitig. Schau mal, ich habe den idealen Koffer für deine Reise mitgebracht. Yay. Du kannst ihn mit Items und frischer Wäsche füllen. Bitteschön, er gehört nur dir. Oh yeah, du erhältst einen Koffer. Drücke Select, um deinen Koffer zu öffnen. Dann erscheint der Menübildschirm. Du kannst bereits erhaltene Items auswählen und benutzen oder die Kleidung wechseln. Gelegentlich solltest du auch deinen Status überprüfen, ne? An Bord des Cooper Jets wirst du sicher Zeit haben, den Koffer unter die Lupe zu nehmen. Ja, kann man machen. Und noch etwas. Hier hast du etwas Reisegeld. Oh yay. 100 Münzen? Etwas? Also ich finde das viel. Echt? Du findest das viel? Naja, wenn du meinst. Du gehst auch nach Bodenland, Luigi? Ach komm, du kommst mit, Luigi. Keine Weigerung. Du bringst Ware zum Flieger. Ah, hast du dich auch vor. Ware, ich geh schon mal vor und erwarte euch dann dort, ne? Ciao. Luigi ist so ein Lappen. Das haben wir gehört. Aber Luigi wird schon mitkommen, komm. Scheiß dir nicht einen ein, Luigi. Mario! Du bist spät dran, Alter. Wir brechen auf. Los, komm endlich an Bord. Okay, wir sind da. Was sagst du jetzt? Das ist der Cooper Jet, meine neueste Waffe. Willst du damit wieder Peach entführen? Nein. Also, sag ich doch, aber genug. Wo sind meine Leute? Ah, natürlich wollte er bestimmt Peach mitten finden. Männer an Bord! Hey, und Luigi so, tschüss, ich hab keinen Bock. Oh Mann, wo bleibt der Gammelhaufen, ey? Zu nix fähig. Hä? Du? Ist etwa in meiner Armee? Yeah. Ah, verstanden. Ganz dringend willst du also mit. Hey, Luigi, hä, was? What the fuck? Hä, was meinst du? Genau du! Nee, kein Bock. Ah, nicht so schüchtern. Sieht zwar nicht besonders heller aus, aber komm ruhig mit. Wobei ich sagen muss, dass ich eigentlich Luigi heller finde als Mario. Mario ist vielleicht stärker, aber Luigi ist eigentlich schlauer. Hier geblieben! Alter, voller Gegengarn. Eure Widerlichkeit, die Bowser-Armee ist soeben eingetroffen. Hey, hier sammeln wir uns hier Nasen. Nein, die Musik ist cool. Da stellen sie sich ja alle hin. Aber einer fehlt doch. Wartet auf mich! Ah, Mann! Mario, dieser Lügner, ey, so ein Assi. Und jetzt wird Luigi zurückgedrängt. Alle mal angetreten, wir gehen an Bord des Cooper Jets. Jetzt Luigi so, durchquetschen. Einfach köstlich unser Neuzugang. Los, starten wir endlich. Eure Schmutzigkeit, alle mal an Bord. Nun, bis auf ein. Ah, was, Alter? Sofort starten, schnappt ihn euch. Wow. Mal sehen, was das Ding so drauf hat an Geschwindigkeit. Gib Gas. Und Luigi ist es, der wegrennt. Aber er wird sofort mit so einem Greifarm reingenommen. Er weigert sich, aber er schafft es nicht. Und so ist auch Luigi dabei. Luftraum über dem Pilzkönigreich. Und er sitzt ganz emo-mäßig da, weil er traurig ist, dass er mitmachen muss. Und Mario überlegt richtig. Eine Durchsage für die Passagiere, Mario und Grünkäppchen. Erst zeige ich Luigi, aber okay. Das wissen ja wir wenigstens. Mario und Grünkäppchen, zugehört. In Kürze erreichen wir Bodenland. Also öffnet mit Select den Koffer und sortiert euer Gepäck. Danach habt ihr euch auf dem Oberdeck einzufinden. Jo. Also geh mal los, Luigi. So, speichern wir nochmal ab, kurz davor. So, der Cooper Jet von Bowser. Lagerraum 1. Und Luigi ist jetzt natürlich auch dabei, wie ihr seht. Wir können uns ja mal die Stats von den Bros kurz ansehen, weil hier sieht man Items. Da haben wir 3 Pilze, einen Superpilz und einen One-Up-Pilz. Seht ihr, Reanimierung, 1,5 HP. Also ist halt die Hälfte der HP halt das voll wieder, wenn man tot ist. Superpilze halt 50 Herzenpunkte und Pilze 25. Kleidung. Er hat den Blaumann an, das steigert seine Defense 4 Punkte. Er hat HP, hat er 10. Oh fuck, ich hab die falsche Taste gedrückt. Ich spiele sehr auf der Wii U, deswegen. Und Luigi hat die Action Jeans, die steigert seine Verteidigung um 5 Punkte und er hat 12 Leben. Also er ist robuster, aber Mario hat dafür mehr Angriff, wie man hier sehen kann. Angriff 12, Luigi 11. Verteidigung hat Luigi 1 Punkt mehr. Geschwindigkeit Mario ist deutlich schneller. Luigi hat ein bisschen weniger Bart wie Mario und Luigi levelt langsamer wie Mario. Hat dafür mehr Leben und gleich viele BP. Okay, dann gehen wir mal weiter. So, sprechen wir die mal alle an.
Du bist der Neuzugang in der Bossarmee. Bis zur Ankunft im Mondland solltest du wissen, wie bei uns der Hase läuft, verstanden? Ja, ja, wissen wir schon. Was geht mit denen ab? Verstanden? Zum Positionstausch Start drücken. Ei, ei, Sir. Zum Positionstausch Start drücken. Ja, weil man kann mit Start die Plätze tauschen, dass Mario entweder vorne die Führung übernimmt oder Luigi. Dann springt dementsprechend Luigi mit A oder B, aber in den Kämpfen springen sie immer Luigi mit B und Mario mit A. Verstanden? A dient zum Ausführen von Aktionen des Vordermanns und B für Aktionen des Hintermanns. Ei, Sir. A für die des Vordermanns und B für die Hintermann, Leute. Wir gehen jetzt mal ein bisschen mit Luigi vorne rum, der will halt auch mal ein bisschen was machen. Verstanden? Derjenige, dessen Farbe die Brüderbox hat, springt gegen die Box. Springt der richtige Bruder gegen die Box, bewegt sie sich in Fallrichtung. Ihr seid zwar gar nicht Mario und Luigi, aber egal. Und wenn Mario muss immer dann gegen den Roten springen und dann kann man dann Münzen abstauben. Aber am Anfang ist egal, wer startet, weil da ist ja noch weiß die Box. Da muss man einfach hin und her wechseln. Diese Boxen sind eigentlich recht leicht. Jetzt haben wir uns ein paar Münzen verdient. So. Gehen wir weiter. Ey, cool, Foto. Lass uns ein Foto machen. Klassenfoto, Spaß. Nicht von der Seite ins Bild kommen. Ich sehe auf Fotos immer blöd aus. Stellt euch nebeneinander. Was sagt der? Ich mache gerade Fotos, also stört mich nicht. Okay. Hey, ihr zwei da. Genau, ihr zwei mit den Bärten. Wir kommen nach Bohnenland. Eure Pässe habt ihr doch sicher bei euch, oder? Was sind Pässe? Die Frage. Was? Du hast doch einen Koffer dabei. Drück Select und schau doch nach. Da sind sie doch, Leute. Mensch, Mensch, Mensch. Das sind eure Pässe. What the hell? Nanu? Und wo sind die Fotos? Ihr habt ja kein Reisefoto. Damit könnt ihr nicht in Mondland einreisen. Oh, Herr. Aber wenn wir hier ein paar Fotos machen, dann ist das Problem ganz einfach und bequem gelöst. Aye. Und dann freuen sich die beiden Klempner. Ist gar nicht schwer. Stellt euch auf die Markierung da. Und das Lustige ist jetzt, dass man fertig, dann ab auf die Markierung. Dass man da Grimassen schneiden kann oder halt normal stehen kann. Und wir machen natürlich Grimassen, das ist lustig. So. Und jetzt grüne Käppchen bitte zurücktreten. Bitte recht freundlich. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Während der Aufnahme musst du stillhalten. Drück nicht auf die ganzen Pfeiltasten, um komische Fratzen zu schneiden. Aber wir machen es natürlich. Nämlich Mario mit so einem Epic-Face-Bild. Und Luigi versuchen wir mit so einem Opfer-Face zu machen, weil Luigi ja immer so das Opfer darstellt. Oh, und jetzt haben wir uns bewegen. Stillgehalten! Und jetzt so. Nein, wir haben ein normales Bild. Warte, kann ich das nochmal nachholen? Nee, nicht. Okay, dann werde ich das Offscreen nachholen, denke ich. Dann werde ich jetzt hier speichern gehen schnell und dann werde ich das Offscreen nachher nachholen. Weil ich will mit Luigi so ein lustiges Bild erreichen. Also sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das geschafft habe. Jo Leute, dann wären wir wieder zurück. Jetzt habe ich die Passfotos richtig geschafft. Wie ihr sehen könnt, Luigi hat dieses lustige Face und Mario hat so epic shit Face. Also so sagt so, shit gotta get real. So ungefähr. Und jetzt haben wir die Passfotos richtig, weil es ist mir schon wichtig, weil es lustiger einfach aussieht, wie wenn Luigi normal schaut. Das ist halt langweilig und da ist ein Pilz gewesen. Was ist hier drin? Auch ein Pilz. Das ist nach hier und das ist nach dort. Lagerhaltung ist die Hölle. Ein Fehler muss wieder von vorne anfangen. Tja. Ah, er sagt nichts mehr Neues. Übrigens ist es immer random, wenn ich Mario und Luigi vorne laufen lasse. Manchmal zufällig. Ah, jetzt ist es kaputt gehauen. Ey! Hast du drauf? Bowser ist teure Fracht! Das Oberdeck geht einfach hier weiter. Aber bevor ihr das Oberdeck geht, solltet ihr noch eine Kleinigkeit lernen. Ich bringe euch bei, wie ihr als Paar kämpft. Oh, cool, Leute. Aber das sehen wir im nächsten Part, Leute. Also, wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch da lassen und schaltet dann das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Mario und Luigi Superstar Saga. Dann lernen wir, wie wir als Paar kämpfen. Also, ich bin gespannt. Also, Leute, haut rein und ciao.